Ja, ich arbeite bei dieser wunderbaren Firma mit dem halsbrecherischen Namen The Unbelievable Machine Company. Ich bin Mathematiker und ich wäre gern Datenkünstler, bin ich viel zu selten. Ich bin Data Scientist. Ich weiß nicht, ob das was mit Künstler zu tun hat. Das hat eher was mit Datenhausmeisterei zu tun. Ja, ich werde mal diesen Standard Slide-Deck durchhecheln. Da stehen so große Worte drauf, an die wir glauben. Wir glauben, dass Technologie die Power hat, um Industrien zu disrupten. Ich glaube, das passiert gerade, da machen wir uns nichts vor. Unsere Lösungen sind handgemacht, ja. Und mit Leidenschaft auch, okay. Und wir sind Experten. Und wir machen das Letzte aus den letzten Internettechnologien. Ich glaube, das steht auf jedem Vortrag irgendwo drauf. Bei uns stimmt es natürlich. Wir machen das schon ganz schön lange mit dem Big Data. Wir laufen, glaube ich, schon seit mindestens 7 bis 8 Jahren über jede Konferenz und erzählen, Big Data ist das nächste große Ding. Und jetzt glauben es alle auch. Wir immer noch. Wir haben in Berlin mehrere Sachen, die wir schon länger betreiben, wie den Data Science Day. Ich glaube, letztes Jahr haben wir ihn nicht gemacht, aber sonst sind wir immer Sponsor gewesen, stecken in allen möglichen anderen Konglomeraten noch mit drin. Ja. Unsere Firma ist 7 Jahre alt. Das ist ja schon was. Hat 120 Leute oder ich glaube 130. Wir wachsen jedes Jahr, glaube ich, um 5 bis 7 Leute langsam, aber wir wachsen. Wir sind aus Berlin, wir haben aber auch ein Office in Wien. Wir sind Eigentümer geführt, wir sind keine AG oder hängen an irgendwelchen Börsenkursen dran oder Datenkursen, jedenfalls nicht mehr, was unsere Finanzierung angeht. Wir sind ein Full-Service-Provider, ein Full-Service-Big-Data-Service-Provider vom Idea to Cable steht da, das stimmt auch. Wir haben das ehemalige Google-Rechenzentrum in Berlin, das ist relativ groß, das füllen wir auch. Wir haben eine ganze Menge Data Engineers, es sind mit Sicherheit über 100, die sich um die ganzen Server kümmern, die was machen, was alle machen. Wir sind, glaube ich, einer der größten Cloud-Anbieter in Deutschland. Wir betreiben, glaube ich, die größte Cloud. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Das ist ja auch immer so eine Abschätzung. Ich bin in dieser linken blauen Blase da oben bei den Data Scientists mit meinem Team. Wir sind 10 Leute. Wir wachsen auch noch weiter. Wir sind wahrscheinlich ein relativ kleines Data Science Team, aber wir sind sehr gut eingespielt und wir machen das schon ganz schön lang. Außerdem haben wir noch wir haben Data Engineers, Data Operations. Data Operations sind die Leute, die sich um die Rechner kümmern. Data Engineers sind die Leute, die das, was unser Team als POCs ausbrütet, kleine Möglichkeits- und Machbarkeitsstudien auf kleinen Daten, was die dann auf das Big Data-Umfeld umbauen und tatsächlich auf unserer Cloud laufen lassen. Und dieses Dreiermodell, das macht uns aus. Wir haben auch ein Process Model, dafür sind wir wohl ausgezeichnet worden vor ein paar Jahren. Das gilt immer noch, darüber könnte man relativ viel erzählen. Ich kann das gar nicht richtig gut. Und ich habe gestern im ICE gesessen, ich bin mit dem Zug hierher gefahren und habe an so einem Tisch gesessen, wo 4 andere Leute auch mit ihren Laptops gesessen haben und die haben alle wie wild in ihr PowerPoint getippt und so Hochglanzgrafiken und darunter die Presenter Notes, auf die ich jetzt hier auch gucke. Der Font ist viel zu klein eingestellt. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie immer so ein bisschen oll. Ne? Man läuft so von Konferenz zu Konferenz, das läuft so ein bisschen gleich ab und dann deutet man auf die Blasen und sagt, das ist großartig und das machen wir schon immer ganz toll. Und das ist natürlich auch immer noch großartig und wir machen das auch immer noch ganz toll. Aber ich habe gedacht, ich mache was anders. In dieser vorderen Blase mit dem Data Syncing und dem Ideation, Data Pooling und Exploration, da bin ich relativ viel zu Hause und mein Team auch. Und
Und ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt, was Data Scientisten so tun. Das sieht immer so ein bisschen wie Magie aus und wie Engelspulver auf Algorithmen streuen und dann kommt irgendwas bei raus. Die Wirklichkeit sieht erbärmlich anders aus. Man hat irgendwelche Daten vom Kunden und man betreibt 80, kommt auf die Statistik an. Meine persönliche Statistik sagt, 80-90% betreibt man Data Cleaning. Man bringt diese Daten, die in irgendwelchen Datenmüllhalden liegen, die Datenbanken genannt werden, die bringt man auf Vordermann, damit man sie vergleichbar machen kann, damit ein Algorithmus sie frisst, weil so schlau sind die Algorithmen nicht, die wir bisher zur Verfügung hatten. Das ändert sich ein bisschen und deswegen heißt mein Talk auch Neural Network, a Black Box Approach. Ich würde gerne diese vordere Teil, also ich hechele meine Slides noch weiter durch und dann habe ich beschlossen, dass ich den Question and Answers Teil ein bisschen anders machen will. Normalerweise haben wir, wenn wir einen Kunden gewinnen, der kommt bei uns natürlich auch aus dem Vertrieb, laufen wir zum Kunden und machen einen Ideation- und Scoping-Workshop und in dem versuchen wir rauszukriegen, was der Kunde eigentlich will oder was der Kunde mit seinen Daten machen könnte. Und eventuell, das ist jetzt ein Experiment, was wir durchführen können, würde ich in dieser Frage- und Antwortstunde einfach sagen, okay, vielleicht hat jemand von euch ein Datenproblem und wir können das im Ansatz versuchen, in 2, 3, 4, 5 Minuten zu klären. So, es kann funktionieren, eventuell weiß ich es nicht, ist ein Experiment, aber so muss man mal gucken. Vielleicht fällt euch was ein oder überlegt es euch, was man machen könnte. Okay, hier kommen die neuronalen Netze, der Blackbox Approach. Dieses wunderbare Bild, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ich habe ja auch in den 90er Jahren Mathematik studiert und zu der Zeit hat man auch schon von AI geredet und die Leute haben geglaubt, dass die Rechner jetzt bald denken könnten und Bewusstsein erleben. Das ist nichts völlig Neues. Das passiert alle 10 bis 15 Jahre wieder. Zu der Zeit haben neuronale Netze nicht funktioniert. Das lag an ein paar Geschichten, die mit den Algorithmen zu tun haben. Vor allen Dingen lag es daran, dass die Rechner nicht so schnell und so viel parallel rechnen konnten, wie sie heute rechnen können. Aber die Gedankenexperimente, die man damals gemacht hat, die stimmten alle schon. Die liegen nicht falsch, weil Logik ändert sich nie groß. Logik bleibt immer Logik. Das ist ein chinesisches Zimmer. Kennt das jemand? Das Chinese Room Argument? Nicht? Okay. Also wenn man sich das innere Zimmer mit dem Mann mit den chinesischen Schriftzeichen wegdenkt und es schwarz malt, dann ist es eine Blackbox, in die der eine Mensch steckt Daten rein und auf der anderen Seite fallen Daten raus. Nun ist diese Blackbox gray und man kann durchgucken und dieser Ansatz ist ein Experiment oder ist ein Gedankenexperiment von einem amerikanischen Philosophen, der Argumente der starken und der schwachen KI abgewogen hat und das ist ein Experiment oder ein Gedankenexperiment, was die schwache KI-These widerlegen soll. Also dieser Raum, dieser Mann, der da drin sitzt, der spricht kein Chinesisch, der ist Deutscher vielleicht oder Engländer, sagen wir jetzt Amerikaner, weil der Mann ist ja aus Amerika. Der hat aber eine große Bibliothek beziehungsweise ja, viele Bücher, in denen genau drauf steht, welches chinesische Schriftzeichen in ein englisches Wort übersetzt werden soll und welches englische Wort, also er kann übersetzen aufgrund von Anweisungen. Ne? Das ist eine rein syntaktische Geschichte. Und jetzt soll man entscheiden, ob dieses Zimmer in der Lage ist, Chinesisch zu reden. Das Zimmer ist der Computer und da drin sind Algorithmen, die einfach nur Wörterbücher abklappern, das eventuell nach irgendwelchen elaborierten Algorithmen machen. Aber ist das Zimmer nun intelligent? Kann es Chinesisch reden? Ist das ganze System intelligent? Das ist hier so ein bisschen die Frage. Das ist eine Frage, die war in den 90ern wichtig, weil künstliche Intelligenz waren Inferenzmaschinen zu der Zeit. Man hat geglaubt, wenn man ganz viele Regeln in ein logisches System reinkloppt, dann kommt irgendwann Denken dabei raus, dass man, wenn man durch Backtracking immer wieder zu den Grundannahmen zurückkommt, dass man dann, das ist nicht mehr ganz so modern. Die Vertreter dieser Geschichte aus der Linguistik hießen Minsky und Chomsky, die sind relativ widerlegt, weil die statistischen Ansätze viel besser funktionieren als die Inferenzansätze. Ein anderer Mensch aus der Zeit heißt Douglas Hofstetter, den finde ich, der gilt noch. Der stützt sich auch auf diesen Perl mit drauf.
Der berühmte Turing-Test, den könnte man auf dieses Zimmer auch anwenden oder man könnte mal drüber nachdenken, ob das Zimmer den Turing-Test besteht. Ja. Also die Inferenzmaschine ist da nicht drin. Wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert und wir machen natürlich Artificial Neural Networks. Alle machen das. Die besiegen uns gerade überall. Also dieser Vortrag geht über Artificial Neural Networks. Artificial Neural Networks sind Funktionen, und zwar das in der einfachsten Form. Die ersten neuronalen Netzwerke, über die hat man nachgedacht in den 60er Jahren, als man überhaupt noch nicht rechnen konnte. Da waren das reine Gedankenexperimente und mal so ein Transistor, den man verstellen konnte. Aber man hat zu der Zeit schon Rattengehirne auseinandergenommen und die Neuronen sich angeguckt, die elektrischen Verläufe und darüber über diese Betrachtung biologischer Art mathematische Betrachtungen angestellt. Die konnte man formulieren. Mathematik hat auch schon funktioniert zu der Zeit. Und ja, diese einfachen Abbildungen, ich gehe jetzt gleich im nächsten Slide auf Mathematik zurück. Ich hoffe, ich verjage dann niemanden. Ich sage jetzt mal diesen Satz, den ich hier draufgeschrieben habe. Artificial Neural Networks, die ganz einfachsten auch, die mit einer Schicht sind hochgradig nichtlineare, hochgradig nicht stetige, hochdimensionale Abbildungen von einem Raum, von einem Vektorraum in einen anderen Vektorraum. Das hört sich wüst an. Das ist es auch. Weil sich das so wüst anhört, dachte ich mir, ich gehe mal zurück zur einfachen Mathematik. Das kann man auch beliebig komplex machen, wenn man Mathe studiert hat sowieso. Bei mir ist das Gott sei Dank so lange her, dass ich dazu tendiere, das auch stark zu vereinfachen. Dieses f von x, was der Mann da als richtig ausgeschriebene Anweisung auf der Faust hat, ist ein schwieriges Ding, das mehrere hundert Jahre gedauert hat, um es zu formulieren. Aber Mathematiker sind auch sehr komplizierte Menschen, insofern ist die Zeit eigentlich auch relativ zu sehen. Dieses f von x gleich 1 durch x, was da steht, oder wir kennen das auch als y gleich f von x gleich 1 durch x, das ist ja nichts weiter als eine Handlungsvorschrift. Das ist ein sehr einfacher Algorithmus. Nimm irgendeine Zahl, tu sie in das x, rechne das aus, was da steht, und das ist dann dein Wert von f von x, der Funktionswert von x. Also das ist eine sehr einfache Geschichte, ne? Das ist eine eindimensionale Geschichte. Ich habe eine x-Achse hier im Definitionsbereich und ich habe einen Wertebereich, der dabei rauskommt. Das ist die linke Grafik. Das kann man gleich auch als Vektor umschreiben. Das sind diese, wenn man die Zahlen untereinander schreibt und dann so Klammern rumrum macht, dann hat man Vektoren. Wenn man davon 3 hat, dann sind das dreidimensionale Vektoren. Wenn man 4 hat, dann wird es schon ein bisschen unanschaulich. Und wenn man davon einige tausend hat, dann wird es komplett merkwürdig. Das sind aber üblicherweise die Probleme, die aus der Praxis kommen. Diese ganz einfachen Probleme mit unten ist ein x und oben ein y, das ist für Menschen hervorragend, das können wir sehr, sehr gut, je nachdem, wie lange das mit dem Matheunterricht her ist. Wenn ich auf das andere Bild gehe, wo ich z gleich x von der e-Funktion von x² plus y² habe, das sieht schon ein bisschen anders aus, da muss man sich an alles Mögliche wieder erinnern, was die Exponentialfunktion ist und wie das mit den Wurzeln war und den Quadratzahlen. Aber das ist das Gleiche, es ist auch wieder nur eine Anweisungsvorschrift. Nimm das x, quadriere es, nimm das y, was man unten abliest, das kann ich gar nicht, ne? Doch, also die x-Achse und die y-Achse, quadriere sie und dann wird der Wert auf der z-Achse aufgetragen, das kann man dann auch schön farbig einfärben, wie das Mathematiker da, glaube ich, gerade gemacht hat. Ich gehe nochmal zurück, eine Funktion ist eine Beziehung zwischen zwei Mengen d und w, die jedem Element aus der die jedem Element, der x-Wert der Menge d, ein Element y-Wert, ein Element der Menge w zuordnet. Das soll es auch schon sein. Das kennen wir, das haben wir alle irgendwann mal in der Schule gemacht und je nach Interesse möglichst schnell wieder vergessen oder ein bisschen was davon behalten. Das sind nicht die Sachen, das sind auch Sachen, die einen Data Scientisten betreffen. Meistens sind die Probleme aber ein bisschen anders. Ich habe irgendein Experiment, was ich mache, ein physikalisches Experiment. Ich habe jetzt hier, das ist eine Sache, die habe ich aus dem Internet rauskopiert. Das sind die
die Jahre, die jemand in der Uni verbracht hat, oder dem ganzen gesamten Schulsystem im Zusammenhang mit dem Alter des erstgeborenen Kindes. Das ist wohl eine echte Grafik, hoffe ich, ist ja aus dem Internet. Und diese Punkte sind die Grafiken, das sind die Punkte, die ich, das sind meine Experimente, meine Statistik. Irgendwelche Befragungen habe ich gemacht und trage die dann auf. Und dann sehe ich, das streut so hin und her. Da kann man nicht sinnvoll irgendeine schöne Kurve durchlegen, wie in der Grafik davor, sondern das wird irgendein Krickelkrackel. Und dann gibt es was, was man im Bereich Machine Learning macht. Machine Learning machen zwar Maschinen, aber Menschen müssen ihnen beibringen, was sie tun. Man versucht eine Gerade durchzulegen, was man auch als lineare Regression kennt. Da gibt es einen Algorithmus für, den kann man ausführen. Ne? Die lineare Regression ist nur ein Strich. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man durch diese Punkte vielleicht auch irgendeine andere gebogene Kurve durchlegt, die ein bisschen besser passt. Das wäre dann vielleicht eine logistische Regression oder man könnte ein Spline durchlegen oder sowas. Ich kann mir das jetzt auch gleich wieder im Vektorformat vorstellen. Hier habe ich jetzt zwei Werte, das Alter, das Verbringen der Jahre im Schulsystem und das Alter des Erstgeborenen. Ich kann jetzt natürlich auch noch dazu nehmen, welche Temperatur an dem Tag herrschte. Dann habe ich ein dreidimensionales Problem. Ob das Sinn gibt, ist eine ganz andere Frage. Aber das wird eben sehr schnell mehrdimensional. Ich habe das Beispiel auch nur gewählt, um zu zeigen, wie wir das machen würden. Wir würden diese Punkte aufzeichnen, würden mit einem Lineal was durchziehen. Das geht bei so einem Problem noch, das sind ja nur ein paar Punkte und es sind auch nur zwei Dimensionen, alles wunderbar. Das Problem, warum wir maschinelles Lernen machen, liegt ja an ganz anderen Dimensionen. Ich habe Dimensionen, ich habe viel mehr Dimensionen, Freiheitsgrade, die ich angucke. Und ich habe viel mehr Datenpunkte, als durch die ich Linien ziehen wollte. Es gibt Leute, die wollen das. Mir wäre das hier ein bisschen zu bunt. Ich weiß nicht so ganz genau. Ich glaube, das ist ein Zitiergraph, ein Zitategraph. Hier hat Leute haben geguckt, was wer wen wo in welchem Papier zitiert, in den Referenzen und haben versucht, einen Graph darüber zu bauen. Der ist hochdimensional, den kann man drehen, hier jetzt nicht. Aber das ist eben das, was maschinelles Lernen ausmacht. Ich habe riesige Datenmengen, Big Data, ich habe viele, viele Dimensionen und das mache ich eben am besten mit einer Maschine. Ja, warum wir, ich versuche mich vorsichtig den neuronalen Netzen zu nähern. Dazu muss ich aber leider immer noch mal durch das herkömmliche Zeug durch, bevor ich erklären mag, warum neuronale Netze so viel besser für mich funktionieren. Wenn ich Maschinen etwas beibringen will, und ich habe Experimente gemacht, wenn ich jeder, der irgendein Experiment in einem Physiklabor oder in einem anderen Labor gemacht hat, und dann Werte aufgezeichnet hat, der weiß, diese Werte sind üblicherweise ziemlich dreckig, die sind mit irgendwelchem Rauschen, Brummen belastet, die stimmen einfach nicht. Ich muss das machen, was Data Scientisten gerne Feature Extraction nennen. Ich muss sinnvolle Subräume finden, von dem, was ein Problem gut auszeichnet. Hier ist jetzt die biometrische Erkennung genannt. Ich kann natürlich in dem ganz linken Bild, wo der schwarze Fingerabdruck drauf ist, ich kann da einen Scan drauflegen, hochauflösend, 2000 dpi und bekomme eine Riesenmasse an Punkten, mit denen ich nicht viel aus. Wie soll ich den nächsten Fingerabdruck damit vergleichen? Soll ich jedes Pixel mit jedem Pixel vergleichen? Das wird irgendwie komisch. Ne? Deswegen versuche ich, irgendwelche Drehfelder zu identifizieren. Das sind diese, ich kann es gar nicht aussprechen, Minuta-Points. Ich würde sagen, das sind Drehfelder, Vektorfelder. Dieser Kreis ist irgendwo, wo es hin soll. Aus dem mache ich dann ein Map. Aus denen mache ich dann ein Map und verbinde die. Und jetzt sieht man, ich habe diese Riesenanzahl von gescannten Punkten auf ein paar wenige Punkte reduziert. Da gibt es bestimmt, wenn man sich mit Leuten aus der Biometrie unterhält, eben auch signifikante Geschichten in jedem Fingerabdruck, die überall gleich vorkommen, aber dann doch im Winkel sich verändern. Also ich muss mit jemandem aus der Fachdomäne
Biometrie oder Biologie reden und sagen, okay, ich will Fingerabdrücke erkennen. Was kannst du mir über Fingerabdrücke sagen? Was ist besonders daran? Und dann sagt er, naja, da sind immer diese Dreiecke, die zusammenstoßen, die hat jeder und davon sind so 50 da. Und wenn du die identifizierst und im Winkel auf, dann hast du das Problem erfasst. Und das mache ich dann. Das ist ein sinnvolles Feature. Und aus dem erzeuge ich einen Datastream, der viel, viel kürzer ist als meine gescannten Daten. Das ist das, was ich für jedes neue Verfahren neu machen muss. Wenn ich jetzt anfange, Texte lernen zu wollen, dann muss ich überlegen, welche Textteile gucke ich mir jeden Buchstaben an, muss ich mir vielleicht nur die Hauptwörter angucken. Das wäre ein Feature aus der NLP-Geschichte. Ja, klassische Data Science mit Machine Learning ist toll, aber Data Cleaning sucks, habe ich hier untergeschrieben. Das ist so und Feature Extraction auch. Ich muss das eben jedes Mal neu machen. Ich habe keinen generischen Ansatz dafür. Ich kann natürlich im Internet googeln und sagen, da gibt es, das hat schon jemand vor mir gemacht, hat bestimmt auch jemand gemacht, aber mein Problem ist garantiert um irgendwie drei Winkel anders gedreht und schon muss ich das Verfahren anpassen und habe wieder den ganzen Mist am Hut, irgendwas neu zu machen. Deswegen, tada, neuronale Netze. Die neuronalen Netze, wie gesagt, ausgedacht und zerschnitten, glaube ich, tatsächlich in den 60ern, in den 70ern erste Experimente mathematischer Natur, systemtechnischer Natur, Betrachtungen, was könnte man machen, wie sieht sowas aus? Natürlich nichts Sinnvolles, bis auf einzelne Forschungspapers. Und das dümpelte dann so ganz lange vor sich hin. Ich erkläre es vielleicht doch nochmal, das ist so spannend, finde ich jedenfalls. Die haben tatsächlich Rattengehirne zerschnitten und später Affengehirne, um es übertragen zu können. Und man kann im Kopf, heute weiß man relativ gut Bescheid, in den 70ern mit Lichtmikroskopen wusste man nicht so gut Bescheid, aber man kann einen Teil im visuellen, das ist der visuelle Kortex, den kann man sehr, sehr gut erkennen. Der ist hier am Hinterkopf und ist die Rückseite bei Säugetieren jedenfalls von den Augen, so mit gekreuzten Sehnerven. Und dieser visuelle Kortex ist, der ist auffällig im Lichtmikroskop, den kann man gut sehen. Und wenn man eine frische Ratte, ein Embryo nimmt und sich den visuellen Kortex anguckt, dann sieht man, der ist relativ gleichmäßig geordnet. Das ist so ein Muster, nichts Besonderes. Und wenn man sich den, also man nimmt nicht immer die gleiche Ratte, sondern jedes Mal neue, die ein bisschen länger gelebt haben, die Augen auf hatten, und sich jedes Mal diesen visuellen Kortex wieder anguckt, dann sieht man, da bildet sich eine Struktur raus, die ist visuell sofort erkennbar. Und weil die mit dem Sehnerv verbunden war, war auch den Leuten in den 70ern klar, okay, das hat was mit Sehen zu tun. Das Rattengehirn oder dieser Teil des Rattengehirns und auch unser Gehirn lernt automatisch Sehen. Der Ratte bringt niemand bei, guck dir das mal an, so Säugetiere, die gucken überall und riechen überall rum. Menschen machen das auch, die gucken mit großen Aliens-Augen überall alles an und plötzlich lernen die Sehen. Das ist also, jetzt kommt das nächste Wort an, Supervised Learning. Offensichtlich ist da ein System drin, was völlig automatisch sehen lernt. Und dieser visuelle Kortex ist dafür da, Sachen vorzusortieren, dass das Großhirn nicht mit jedem einzelnen Pixel des Gesehenen, des Auges zu tun hat. Das ist also der Teil, der das Feature Extraction macht. Gut, das sind die 70er. Dann passierte natürlich jede Menge in der Zwischenzeit, kleine Schritte, aber so richtig dolle Sachen. Ich jetzt post 2007, ich gehe noch mal kurz in die 90er, da habe ich studiert, da gab es so einen kurzen Hype mit den neuronalen Netzwerken. Zwei, drei Leute haben was probiert, das funktionierte ganz gut. Das ging um den MNIST-Datensatz und um gescannte Buchstaben und gescannte Zahlen. Das hat funktioniert bis zu einem gewissen Grad und wenn man dann mehr in dieses neuronale Netzwerk zum Lernen reingesteckt hat, dann ist es komplett zusammengebrochen. Das hat gar nicht mehr funktioniert. Und außerdem hat es ein paar Eigenschaften, die man als Wissenschaftler irgendwie nicht haben möchte. Man trainiert da so ein System und zum Schluss gibt es auch ein Ergebnis, was ganz hübsch ist, aber man hat überhaupt keinen Einblick darüber, warum das so passiert ist oder warum es das tut. Und man kann, wenn man das System zwei, dreimal trainiert, man erhält jedes Mal ein anderes neuronales Netzwerk, was genauso gut ist wie das davorher, wie das andere, aber das sind so Sachen, als Wissenschaftler ist das komisch. Das fand man in den 90ern auch. Und zur gleichen Zeit kam eine Klasse von Algorithmen,
Die war gerade gut erforscht, die Kernel-Maschinen, die Support-Vector-Maschinen, die funktionierten, die hatten all diese schrecklichen Eigenschaften von den neuronalen Netzen nicht. Und haben deswegen so einen Siegeszug von fast 25 Jahren hinter sich gezogen. Also man findet es auch in jedem Lehrbuch, Data Science, Problem, Support-Vector-Maschine, irgendwas mit irgendeinem Kernel, ist endlos gut erforscht. Ja, also neuronale Netze war irgendwie nicht besonders sexy, da konnte man nicht mit punkten. Wenn man da auf eine Konferenz gegangen ist, haben die Leute gesagt, um Himmels Willen. Und dann gibt es so einen kleinen Moment, 2007, da ist was passiert. Da hat Google einen Forscher von einer kanadischen Uni eingeladen, der heißt Geoffrey Hinton. Und der Hinton, das war so ein Unbelehrbarer, der hat durch die 80er weg immer die ganze Zeit neuronale Netze gemacht und die Leute haben gedacht, naja, der Hinton, ne? Ist auch schon ein älterer Herr, komischer Typ. Und dann hat er ein paar Papers veröffentlicht, wo die Leute einfach schlicht nicht geglaubt haben, dass das stimmen kann, was da drin steht. Da standen so gute Ergebnisverbesserungen drin, im Gegensatz zu anderen, dass die Leute gesagt haben, der hat einen. Ne? Google hat ihn eingeladen und es gibt einen legendären Talk, den kann man sich, also wenn man hinten 2007 eingibt ins YouTube, dann kann man sich den angucken, der ist ziemlich gut. So. Irgendwann merkt man, die ersten 10 Minuten ist es so unruhig und irgendwann merkt man, dass die Leute die Luft anhalten, weil jemand merkt, da passiert gerade was ganz Substanzielles. Der hat nämlich rausbekommen, warum die Netzwerke die ganze Zeit nicht gut funktioniert haben. Da ist schlicht und einfach ein algorithmischer Rechenfehler drin gewesen. Man hat an der Mantisse abgeschnitten zu einem Zeitpunkt, der nicht gut war, weil man gedacht hat, das spielt keine Rolle für das Training des Netzwerks. Das hat er repariert und er hat einen Algorithmus vorgeschlagen, mit dem man die Schichten vortrainieren kann und hat ein Netzwerk vorgestellt, mit dem man Bilder erkennen kann. Das begegnet uns oder ist uns in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich allen die ganze Zeit begegnet. Das sind diese Google Image Net-Bilder, die gäbe es nicht ohne hinten. Er ist jetzt nicht singulär, aber ich mache es jetzt an ihm fest. Ja, diese neuronalen Netze nach 2007 sind anders. Diese Netze hier, die ich hier beschrieben hatte, die haben immer einen Hidden Layer, die haben so einen Eingangslayer und einen Ausgangslayer, irgendwelche Gewichte sind da dran, aber dieses untere Ding hier, da sieht man, dieser mittlere Layer, das ist der Hidden Layer, das sind in den 70ern, 80ern, 90ern ist das einer gewesen. Man hatte schlicht keine Idee, wie man einen zweiten dazu bauen kann. Natürlich sind Leute darauf gekommen, dass man, vielleicht baut man zwei, drei, vier dazwischen, aber es gab weder die Mathematik, obwohl die eigentlich sehr einfach ist, noch die Idee, wie man die aufeinander bauen könnte. Das hat hinten geändert. In diesem Bild, man muss sich die ganzen Bezeichnungen nicht merken, das ist auch wurscht. Dieser mittlere Teil, dieses Trapez, was da ist, das sind mehrere Layer von Neuronen, die alle unabhängig voneinander irgendetwas lernen, unabhängige Repräsentationen. Und die können etwas, ich habe es ein paar Mal gesagt, was einen so anstinkt, diese Feature Extraction und den Mist vorzuverarbeiten, das Data Cleaning, das können neuronale Netzwerke selber. Das muss man ganz doll in Anführungszeichen setzen. Das stimmt nicht universell. Man kann nicht irgendeinen Datenmist nehmen und kippt den auf ein neuronales Netzwerk und wenn man genug wartet, kommt am Ende irgendwas Sinnhaftes raus. Das ist natürlich nicht so. Das ist mit Technik nie so. Aber man spart eine ganze Menge Arbeit. Die unteren Schichten eines neuronalen Netzwerkes können die Feature Extraction selber lernen. Das ist ein Grund, warum ich sie mag. Ich habe jetzt mal ein paar weitere angezeichnet. Dieses obere ist ein einzelnes Neuron, was so eine lineare oder eine logistische Regression kann so ein Ding machen. Das ist das Bild mit den Punkten und der Linie durch, was ich vorhin gezeichnet habe. Das Feed-Forward-Netzwerk ohne irgendwelche Rückwärtsschleifen, das kann ein bisschen mehr. Das kann nicht nur durch solche Grafiken einfache Linien durchlegen, sondern es kann auch Kurven durchlegen. Ich habe deswegen dieses Funktionalbild am Anfang gemacht, weil neuronale Netzwerke sind Abbildungen. Es ist so ein f von x, auch für das ganz Komplexes. Ich habe Eingangswerte und Ausgangswerte und dazwischen die Neuronen lernen diese Abbildung. Es kann auch so ein Kosinus werden.
Aber das sind üblicherweise eben viele von diesen Neuronen, die sind aufeinander gesteckt und ich muss sie lange trainieren. Dann kann ich so einem Ding beibringen, sich wie eine Sinusfunktion zu benehmen oder wie eine logistische Regression oder wie ein Exponentialwert oder wie irgendwas total Kurioses, was ich noch nicht weiß. Und dieses total Kuriose, das ist das, was man will. Das zweite Bild ist das rekurrente Netzwerk. Da ist jetzt schon ein Trick drin. Normalerweise gebe ich vorne in dieses Netzwerk irgendwelche Eingangswerte rein, nehme hinten, wenn ich trainiere, dann weiß ich, welcher Wert hinten rauskommen soll und ich adaptiere die einzelnen Gewichte der Neuronen so zueinander, dass Eingangswert zu Ausgangswert passt. Das ist eine Abbildung. Wenn ich jetzt anfangen will, Sequenzinformationen zu lernen, also Werte Zeitreihen zum Beispiel, die nacheinander kommen, das wäre gescannte Handschrift oder Ton, den ich spreche, das lässt sich mit solchen einfachen Abbildungen nicht machen, weil so eine Abbildung ist ein Vektor rein, ein Vektor kommt raus oder eine Entscheidung kommt raus, ja, nein, schwarz-weiß. Wenn ich anfange mit Sequenzen zu arbeiten, muss ich eventuell einfach auch einen Schritt zurückgucken oder ich muss wissen, okay, was habe ich vor 15 Schritten gemacht? Weil wenn ich anfange, einen Satz verstehen zu wollen, lohnt es nicht, kann ich nicht ein einzelnes Wort rausnehmen. Das ist jedem klar. Da haben die Leute angefangen zu sagen, okay, ich fange an, eine Rekursion, eine Rückkopplung in das Netzwerk einzubauen, irgendwelche Schichten, die so durchgesteppt werden, nach bestimmten Anweisungen die Gewichte wieder zurückzupacken auf vordere Neuronen. Das sind die rekurrenten Netzwerke. Ich bringe noch Beispiele für alles. Ich hechle die jetzt einfach nur so durch. Darunter ist das letzte, das ist eine Restricted Boltzmann-Maschine. Die heißt so, das ist ein Trick oder das ist eine Vereinfachung, eine Komplexitätsvereinfachung, die der hinten vorgenommen hat. Ich baue mehrere Neuronen, diese unteren fünf Neuronen so zusammen und erkläre die zu einem Building Block eines neuronalen Netzwerkes, das ganz bestimmte Eigenschaften hat. Das ist eben nicht nur ein Single Neuron, nicht ein ganzes Feed-Forward-Netzwerk aus Single Neuronen, sondern das ist schon so eine kompakte Baugruppe, die ich da zusammenpacke. Na? Okay, das habe ich gestern erst gefunden. Das finde ich super, das Bild. Ich kann es bloß nicht sehen in meinem Kleinen, deswegen muss ich mich umdrehen. Das sind so ziemlich alle, die es gibt, glaube ich, zusammengefügt. Ganz oben das Perzeptron, das hatten wir eben schon auf dem anderen Bild. Das war das erste. Zwei Eingangsneuronen, ein Ausgangsneuron, dann das Feed-Forward. Dann geht es auch schon komplex weiter mit Deep Feed-Forward-Netzwerken, da sind schon zwei. Zwei ist schon deep. Man muss sich das mal auf den. Dann gibt es ein rekurrentes, da ist diese Rückkopplung drin. Das kann man bis hinten sehen, oder? Ja? Okay. Und dann kommen meine Lieblingsnetzwerke, die Long Short-Term Memories, die LSTMs. Dann kommen alle möglichen Variationen: Gated, Recurrented, Denoising, Autoencoders, Restricted Boltzmann Machine, Deep Leaf Networks. Deep Convolutional Inverse Graphics Networks, großartig, Echo States. Also nachdem die einzelnen Building Blocks nach 2007, nachdem hinten ein paar Sachen gerade gezogen hat und die Leute verstanden haben, okay, das funktioniert jetzt, haben sie angefangen mit diesem neuen Baukasten zu spielen. Und das sind alles Sachen, die sind, ich würde sagen, dieser untere Teil, das ist fast alles irgendwelches Google-Zeug. Und Spin-offs. Da haben andere Leute gar nicht die Kapazitäten zu gehabt. Die haben eh alle guten Leute eingekauft und eine kleine Anekdote vielleicht, das ist ganz hübsch, die Google-Leute haben den hinten gefragt, okay, du solltest zu uns kommen, wir wollen dich haben und deine Forschung. Und er hat gesagt, na, ich weiß nicht, was ich bei euch soll. Ich habe meine Uni, ich habe meinen Job, ich habe großartige Studenten, ja, gute, großartige Doktoranden, die für mich arbeiten. Was habt ihr für mich? Und dann, ich weiß nicht, ob die Geschichte gut nachprüfbar ist, aber die Geschichte geht so, dass sie ihm gesagt haben: Okay, du kannst so und so viel 1000 CPUs plus RAM für so und so lange haben. Und er hat gesagt: Okay, das mache ich. Und hat dann was gemacht: Er hat den universellen Katzendetektor trainiert auf YouTube-Videos.
An der Stelle müsst ihr jetzt ein Katzenvideo euch vorstellen, das da läuft. Das hat er gemacht. Ich weiß nicht, wie viele CPUs das waren. Es sind auf jeden Fall einige tausend Jahre Rechenzeit, die er verbraten hat, indem er alle Videos, die im YouTube drin sind, den gesamten Datenbestand so trainiert hat, dass man in jedem Video eine Katze findet, im Bewegtbild. Das ist gar nicht schlecht. Und das hat er als Paper veröffentlicht, als wissenschaftliches Paper. Das kann man sich runterladen. Das ist ziemlich hübsch und lustig. Und da ist ihm das erste Mal der Wind in der akademischen Welt entgegengeweht und die Leute haben gesagt, mein Lieber, das ist keine Wissenschaft. Das kann nämlich niemand nachprüfen, außer Google. Und Wissenschaft muss nachprüfbar sein. Und das hat ihn ein bisschen gewurmt und er hat einen seiner besten Studenten dran gesetzt. Ich glaube, das ist tatsächlich Karpathy gewesen, aber da bin ich jetzt, das ist dünnes Eis. Und er hat gesagt, okay, das muss man verbessern können. Und der Junge hatte sich beschäftigt mit den ganzen Grafikkarten, vor allen Dingen mit denen von Nvidia und der CPU-Architektur, die auf so einem Grafikkern drauf ist. Und hat gesagt, ich glaube, das kann man auch auf Grafikkarten rechnen. Bei diesen ganzen neuronalen Netzwerken, dieses Trainieren der inneren, dieses Neuorientieren, Neuausrichten der Gewichte dieser inneren Neuronen, das sind Matrixmultiplikationen oder Vektormultiplikationen. Und Vektormultiplikationen sind etwas, was normale CPUs nicht besonders gut können. Das heißt, die können das, aber die sind darauf nicht spezialisiert, weil die noch tausend andere Sachen gut können müssen. Aber eine Grafikkarte, für die ist eine Vektormultiplikation das kleine 1x1, das macht die ganze Zeit und millionenfach parallel. Also bietet sich das an, ein Algorithmus, der Millionen von Vektormultiplikationen braucht, um auch nur einen Trainingsschritt durchzuführen, auf eine Grafikkarte zu verlegen. Und dieser Student hat das gleiche Paper, ich glaube, es hat 2 Jahre gedauert, rausgebracht, was vorher auf den Tausenden von CPU-Kernen von Google lief. Und das gleiche Paper gibt es dann eben auch nochmal auf, ich glaube, 5 Rechner voll mit Nvidia-Grafikkarten, die zu der Zeit gerade eben heiß waren. Und dann konnte man den Katzenklassifikator für den YouTube-Datenbestand nachbauen. Die neuronalen Netzwerke, Sequenzlerner. Mein Lieblingsnetzwerk, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich wollte irgendwas anders machen, und zwar normalerweise kommt bei einem Vortrag über neuronale Netzwerke immer jemand, der einem erklärt, was Backpropagation through time ist und der erklärt, wie diese Netzwerke, wie diese Gewichte sich verändern. Das wollte ich weglassen, weil es führt zu nichts. Das ist ganz hübsch auf dem Papier und um das mathematisch einmal zu verstehen, aber es bringt einem für die Praxis genau null. Das funktioniert auf dem Papier gut für 3 bis 4 Neuronen, mit denen kann man gar nichts machen. Das sind 70er-Jahre-Probleme. Sobald ich irgendetwas mache, was so ein bisschen advanced ist, habe ich sofort hunderte von Neuronen und hunderte von Gewichten anzupassen in jedem Schritt. Und das wird, selbst wenn ich da was für baue, ich habe das mal gemacht, um das zu visualisieren, einfach so ein kleines Netzwerk. Und ich kann dann auf die Verschiebung der Gewichte drauf gucken. Das bringt einem nichts. Deswegen dieser Blackbox-Ansatz, ich sage, es funktioniert einfach. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Es gibt so viele Probleme, die an allen Stellen damit gelöst werden sollen. Ich benutze es einfach als Blackbox. Ich sage, es geht. Wenn ich anfange, Bild-Processing zu machen, wenn ich irgendwas erkennen will auf einem Bild, werde ich das nicht mehr mit einem klassischen Algorithmus aus dem Machine Learning machen und werde ich auf jeden Fall immer ein neuronales Netzwerk verwenden. Erstmal, weil es viel schneller geht und weil das Verfahren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt im Data Science Bereich gibt es etwas, das sind diese Kaggle Competitions, das ist so eine Seite, wo man sich registriert und da gibt es Beispiel Datensätze, Probleme, die man lösen kann und wo drin steht, wie andere Leute das gelöst haben. Da steht dann ein Algorithmus und natürlich eine Zeit, die er gebraucht hat, um das zu lösen, das ist eine Komplexitätsanalyse. Und man kann sich da anmelden und kann sagen, okay, ich lade mir den Datensatz runter und ich habe einen neuen Ansatz, ich bin 3 Millisekunden schneller und dann hat man gewonnen. Und das wird jedes Jahr neu ausgefochten. Und da kann ich mir angucken, ob mein Problem, was ich neu habe, ob das ob das schon mal jemand gelöst hat im Ansatz. Und ich werde feststellen, bei fast allen Sachen aus der klassischen Geschichte sind neuronale Netzwerke unter den ersten Top 10 gelandet. Bei Bildern und Videos sind sie
unangefochten Nummer eins, da geht es nicht besser. Und bei den Sequenzlernern, Sequenzen sind Zeitreihen von Daten. Das hört sich abstrakt an, aber selbst geschriebener Text ist irgendwo eine Zeitreihe. Ich fange irgendwo an, den Satz zu lesen, mein erster Buchstabe, dann kommt der zweite Buchstabe, die kann ich nicht wechseln, die Buchstabenreihenfolge muss gleich bleiben und die Reihenfolge, ich kann die Zeit nicht umdrehen. Ne? Das ist eine Sequenz von Buchstaben. Wenn ich anfange, die Buchstaben in Zahlen zu wechseln oder die Wörter in Vektoren wechsle, das bleibt jetzt der Geschmacksrichtung überlassen, dann habe ich eine Zeitreihe von Zahlen oder von Vektoren und die kann ich prima in ein neuronales Netzwerk reinbringen und sagen, lern das mal. Das ist das, was am besten funktioniert, sind die sogenannten Long-Short-Term-Memories. Die kommen von einem Herrn Hochreiter und einem Herrn Schmidhuber. Also zumindest der Schmidhuber, den kann man gerne mal sich im Video angucken. Das ist ein Schelm. Die können etwas, was ungewöhnlich ist. Die können nicht nur Abbildungen lernen, sondern die können Zeitreihen lernen, in denen Sachen in kurzen Momenten gehäuft, also wo großes Chaos in kurzen Momenten da ist und dann passiert lange Zeit überhaupt nichts und dann passiert wieder irgendwas. Das ist normalerweise etwas, was so ein Machine Learning-Ansatz verschmiert. Der bringt diese kurzen, heftigen Auftreten von irgendwelchen Daten, von irgendwelchen Ausschlägen, die verschmiert er auf irgendwas Glattes. Und diese Long-Short-Term-Memory-Netzwerke, die behalten das bei. Das heißt, die können Sprache ziemlich gut lernen oder geschriebenes Wort, Musik, hervorragend. Mein letztes Projekt hat tatsächlich mit Musik zu tun. Da habe ich ein Long-Short-Term-Memory-Netzwerk auf fast allen Musikstücken, die irgendwo erhältlich sind, trainiert und habe danach die Musik abgespielt. Das bringe ich nur, weil Long-Short-Term-Memories sind insofern populär, weil wir im letzten Jahr, glaube ich, alle mitbekommen haben, dass DeepMind mit diesem Programm, was jetzt Go spielen gelernt hat, das ist im Kern, ein wesentlicher Kern dieses Algorithmus ist ein Long-Short-Term-Memory-Netzwerk, beziehungsweise viele davon. Dann ist noch ein bisschen Reinforcement-Learning dabei, aber das Wesentliche ist dieser lange Sequenzlerner, weil ein Go-Spiel, wenn ich das anfange zu digitalisieren, habe ich eben auch eine Zeitreihe. Ne? Erster Zug, irgendwie eine Vektordarstellung davon, dann kommt der nächste Zug und so weiter und so weiter. Und diese Sequenz kann ich lernen oder kann dem Computer beibringen, das Ding zu lernen. Und am Ende kann es Go spielen, ziemlich gut sogar. Gut, diese ganzen neuronalen Netzwerke funktionieren hervorragend, das habe ich ja schon gesagt. Ich liebe sie, wir alle anderen lieben sie auch. Ich wollte noch mal kurz erläutern, warum sie nerven. Sie nerven, weil sie nicht elegant sind. Mathematiker lieben immer elegante Lösungen, die sind nicht elegant. Ich kann mehrere erzeugen, die gleich gut irgendetwas können, das gleiche Ergebnis liefern. Aber ich kann nicht sagen, was sie innerlich unterscheidet. Ich habe, wie gesagt, da innen drin Milliarden von Werten. Es bringt nichts, mir diese Werte anzugucken. Ich habe nur irgendwelche hochdimensionalen Abhängigkeiten. Ich gewinne keine inneren Einblicke darüber, wenn ich mir die anschaue. Das nervt. Es nervt sehr stark, dass neuronale Netzwerke unglaublich langsam lernen. Wirklich langsam. Andere Algorithmen sind 10.000 Mal schneller im Schnitt. Ich muss sie mit ganz viel Daten beschießen, damit sie lernen. Ich kann nicht mit schmalen Datenbeständen anfangen. Wenn ich wenig Daten habe, bin ich sofort wieder beim klassischen Machine Learning. Wenn ich viele Daten habe, wenn ich viele ungelabelte Daten habe, dann bin ich bei Deep Learning oder bei neuronalen Netzen. Das verschwimmt heute alles so ein bisschen. Es ist alles Deep Learning, weil diese unteren, das sind alles tiefe Netzwerke. Das sind alles die von Google. Dieses Deep Convolutional Inverse Graphics ist teilweise, das ist genau dieses Katzenvideo. Generative, oh mein Gott, ich kann es alles gar nicht. Egal, ich lass den mal. Ich wollte jetzt einfach mal zeigen, dass das funktioniert. Man kann sich ganz viele Algorithmen runterladen natürlich, die gibt es in Python, die gibt es in Java, die gibt es in Ruby, in allen Sprachen, die man sich vorstellen kann und die gibt es aber auch in JavaScript. Das ist
Der Karpati, das ist der Mensch, der bei hinten gelernt hat und jetzt bei Facebook den AI-Hut auf hat. Der hat, als er noch Student war in Stanford, hat er angefangen, diese jconf.net-Library zu schreiben. Und die kann man sich hier im Browser angucken. Ich kann bloß meine Links nicht klicken. Ich versuche das jetzt mal. Hat das geklappt? Ja. Jetzt muss ich mich komisch verdrehen. Okay, es ist nicht so einfach so mit der Maus. Ich nehme mal das hier, das ist nämlich hübsch. Also hier oben sieht man die paar Zeilen, die das... Ich muss das mal auf Mirror stellen, sonst werde ich verrückt. Okay, ich lasse es. Also da oben in diesen wenigen Zeilen JavaScript wird das Netzwerk deklariert. Und dieses Netzwerk soll etwas lösen, was aus dem Bereich der Klassifikation kommt. Der Rechner fängt an, in diesem linken Bild sieht man das, Punkte zu malen. Die sind jetzt hier ganz schön eingefärbt. Er verteilt willkürlich Punkte. Die sind rot und grün. Und das hat er hier jetzt schon geschafft. Das Netzwerk bzw. der Algorithmus hat die Aufgabe, diese Punkte zu klassifizieren, den Hintergrund zu malen. Wenn der Hintergrund gut ausgefüllt ist, also hier ist es zweifellos schon fertig. Ne? Er hat die roten und die grünen Punkte identifiziert. Wenn ich jetzt mal was nehme, was nicht so hübsch ist, wie hier diese Circle Datas. Huch. Spirals. So, jetzt kann man ihm dabei zugucken, wie er das macht, wie er versucht, der lernt jetzt noch. Hier rechts ist das neuronale Netzwerk, das ist eine Schicht des neuronalen Netzwerks, die Tangens-2-Schicht, da können wir gleich nochmal reingucken, genau. Aber man kann ihm jetzt zugucken, es ist ihm mehr oder weniger schon gut gelungen, noch nicht komplett, aber er ist auch noch nicht fertig, hier bewegt sich noch was. Das Netzwerk geht jetzt in ganz kleinen Lernschritten, die sehe ich nicht, aber hier oben irgendwo... Da sind sie, nein, doch, Momentum, Batch Size, Learning Rate. Hier ist die Learning Rate, die ist 0,01. Ich gehe mal auf Random Data, weil da ist es hübscher, ihm zuzugucken. Wie gesagt, nochmal, der Rechner platziert die Kugeln auf diesem Viereck, random, und dann geht der Algorithmus sofort los und versucht, diese Sachen zu klassifizieren. Also den Hintergrund so einzufärben, dass er alle Grünen mit Grün einfängt und alle Roten mit Rot. Das ist natürlich jetzt hier besonders böse, weil da Rote und Grüne genau nebeneinander liegen. Ob er das jemals hinkriegt, ich glaube es nicht so richtig. Und in ganz kleinen Lernschritten versucht das Netzwerk, dieses Ding anzupassen. Ich bringe mal die Lernschritte nach oben. Ich gehe mal hier auf 0,81, das ist schon ganz schön vermessen, das ist viel zu schnell, und sage Change Network. Und jetzt sieht man, es gelingt doch, nee, aber am Anfang hat man es gesehen, es ist so komisch hin und her geflackert. Wenn die Lernschritte zu schnell werden, fängt das an zu schwingen. Das kommt nie zu einem Ergebnis. Das liegt an bestimmten mathematischen Eigenschaften. Wenn man sich merkt, dass man die Lernschritte möglichst klein setzt, dann soll ja ein Blackbox-Approach sein, dann kommt man weiter. Diese ganze Seite, dieses jconf.net, ich kann da die URL nochmal zeigen, das kann ich jedem wärmstens empfehlen, der mit sowas spielen möchte. Man kann spielen, man kann hier sagen, okay, die Lernrate, ich bringe die jetzt mal wieder runter auf 0,01, und kann on the fly das Netzwerk ändern. Ich kann wieder sagen, nimm mal Random Data. Ich versuche mal irgendwas zu erzeugen, was schwierig ist. Das scheint mir schwierig zu sein. Ich kann jetzt auch Folgendes machen. Ich kann einfach das Netzwerk verändern. Hier sieht man den Eingangslayer. Das ist 6 Neuronen tief. Oh Gott.
Und ich bringe jetzt einfach mal weitere 6 Neuronen dazu. Dann hat sich hier eine zweite Tangensschicht gebildet. Und er lernt jetzt, er sollte eigentlich intelligenter werden. Vielleicht ist das Problem doch ein bisschen schwierig. Habe ich 6? 6, 6, 2, ja. Ich kann hier durch die einzelnen Schritte des Netzwerkes durchhecheln. Das ist der Fully Connected Layer. Das sind die verschiedenen Tangens Layer. Da tut sich nicht mehr viel. Er schafft das wohl nicht. Gut, das war es auch nur. Ich wollte es zeigen, dieses Klassifikationsproblem. Ein anderes Problem, was... Jetzt ist meine Maus wieder weg. Nehmen wir doch mal das Regression-Beispiel, das ist genau dasselbe. Er hat jetzt hier Punkte vorgegeben und ich versuche, eine Regression dadurch zu legen. Ich kann ihm jetzt hier irgendwelche wilden Datenpunkte vorgeben und er muss dann versuchen, das Problem anzupassen. Auch da ist oben die Definition des neuronalen Netzwerks. Ja, jetzt hat er es geschafft. Und jetzt zeige ich noch einmal das LSTM kurz. Der Autoencoder. Hier ist mein Lieblingsbeispiel, das Long Short-Term Memory Netzwerk. Das ist ein bisschen konstruiert. Das Long Short-Term Memory Netzwerk auf Texten mag ich deswegen so gerne, weil eben Texte ein schöner generativer Ansatz für ganz viele menschliche Ausdrucksformen eben sind, wie Musik oder Handschrift oder sowas. Ich habe hier mein Netzwerk, ich habe hier den Lerntext. Das ist irgendein Mist in Englisch. Ich habe hier das Modell, was ich definiert habe. Und hier ist es schon die ganze Zeit am Lernen, hoffentlich. Ändern sich die? Ja, sie ändern sich. Die Perplexität und die Epochen, das sind 0,4 Epochen vergangen. Das ist so ein Begriff, neuronale Netzwerke werden in Epochen trainiert. Und in diesem unteren Bereich, hier oben sieht man die Fehlerfunktion, wenn dieser rote Wert weniger wird, dann wird das Netzwerk besser, die Fehlerfunktion wird kleiner. Und hier unten versucht er, das, was dieses andere Netzwerk, was wir von Google kennen, mit diesem Deep Dream zu träumen, sozusagen, versucht, Text zu erzeugen, indem man ihm ein paar Seeds gibt, ein paar Werte, mit denen er anfangen kann, ein paar Buchstaben, und er fängt an, über diese Dinger nachzudenken und Wörter zu erzeugen. Das ist noch ziemlicher Mist, das sieht man. Hm? Hier unten sieht man, dass er einzelne Worte und Abfolgen lernt. Irgendwo kann ich den Softmax einstellen, glaube ich, ne? Hier. Den kann ich kleiner machen, dann wird es... Es wird besser. Auch das nur als Anregung zum Spielen. Man kann das in 2 Minuten nicht erklären. Das muss eine Spielgeschichte sein. Ich wollte es nur zeigen, es funktioniert. Es funktioniert im Browser. Es gibt keine Hindernisse. Man muss nicht Kaffee oder irgendwas installieren, die Grafikkartentreiber aktualisieren, damit man spielen kann. Man kann es auch im Browser ausprobieren und ohne ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich mache das jetzt mal zu, weil das nämlich tatsächlich ganz schön viel am Rechner zuckt, und mache hier einmal zurück. Das sind die ganzen Links nochmal in groß, falls jemand fotografieren will. Wenn nicht, ich werde die Sachen im Nachhinein auch auf den Server legen, dann kann man sich die Links anschauen. Aber man kann auch einfach nach Carparty und ConfNet.js suchen, dann hat man es. Das ist, glaube ich, der erste Google-Treffer, das ist so bekannt.